Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch einen Brokkoli-Auflauf. Die Zutaten dafür sind Brokkoli, Sahne, Käse, Salz, Pfeffer, Muskat und Pinienkerne. Das wären die Zutaten. Ich leite das jetzt natürlich noch mal ein wenig ab. Und zwar, ich habe den Brokkoli blanchiert. Der Film wird zuerst hochgeladen, also das Blanchierte, dann könnt ihr das sehen. Also wie ihr den Brokkoli kurz vorkocht, dann habt ihr diese schöne Farbe. Weil wenn ihr den gleich so reinmachen würde, würde auch gehen, im Ofen schieben. Würde auch gar werden, aber die Farbe würde nicht so schön sein. Normal nehmt ihr hier dann richtige schöne Menge Sahne, also 200-300 Milliliter darauf. Ich habe, auch als Film, werde ich hochladen, eine Brokkolisuppe nur aus dem Strunk gemacht. Und da ist nur ein bisschen Sahne, ein bisschen Creme Fraiche drin. Das werde ich wahrscheinlich, oder werde ich mit ein bisschen dazu nehmen und noch ein bisschen Sahne. Dass ihr euch nicht so wundert, das wäre aber ein anderer Film. Aber statt die Flüssigkeit nehmt ihr halt ein bisschen mehr Sahne. Und dann geht das Ganze 20 Minuten im Ofen. Als Käse habe ich einen schönen Bergkäse. Der ist ein bisschen so der kräftiger. Ihr könnt auch einen ganz normalen so Gouda nehmen. Das ist auch in Ordnung. So, die Geschichte ist ganz einfach. Ich würde das im Film mit so einbringen. Den Brokkoli kurz zu kochen und zu blanchieren. Weil ich hier den ganzen nicht da habe. Deswegen sage ich das jetzt so. Ich werde das mit einbringen, gleich im Film noch. Schneide ich mit rein, wie ihr den kocht. Und dass ihr dann nachher die Röschen habt. Jetzt ist das also einfach so. Ich nehme das einfach alles hier weg. Die Pinienkerne kommen sowieso ganz zum Schluss ran. Den Brokkoli blanchieren. Hier haben wir einen frischen Brokkoli. Ich schneide mir hier gleich die Röschen so raus. Das Wasser kocht gleich. Dann packen wir das da rein. Bitte packen wir ein bisschen Salz rein. So, das fängt jetzt an zu kochen. Das packe ich jetzt rein. Ihr seht ja jetzt, wie die Farbe jetzt aussieht. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Eiswasser hingemacht. Pinienkerne zugeben, die gebe ich nachher auch noch dazu. So, habe ich auch einen Film, muss ich nur noch hochladen. Jetzt holen wir den erstmal raus, packen den ins Eiswasser. Der könnte noch ein bisschen, also der ist noch relativ bissfest, aber da ich dann so einen Auflauf von mache, ist das jetzt alles gut so. Das wäre jetzt einfach zu dem Thema Blumenkohl blanchieren. So, schön ins Eiswasser rein. Jetzt hier zum Blanchieren nochmal kommen. Ihr könnt hier schön sehen, wie schön die Farbe ist. Schönes, sattes Grün. So soll das sein. So wird das blanchiert. Das holen wir jetzt raus. Man soll ja nicht im Wasser auslaufen. Voilà. Ach ja, ich vergesse das immer. Wenn euch das gefällt, abonniert den Kanal, dann noch auf die Glocke klicken und dann bekommt ihr immer die neuesten Filme, die ich mache. Und wenn ihr das dann weiterempfehlt, ist auch noch schön. Erstmal danke. Trotz allem, wie gesagt, meine Filme sind sehr langwierig, aber sie sind hauptsächlich für Lehrlinge ganz am Anfang oder für Leute, die gerade kochen lernen. Oder das, was ich jetzt beruflich auch mache, dass ich Anleitungen gebe, auch an Menschen, die ganz wenig Erfahrung am Kochen haben. Nicht alle, aber die meisten. Und dann muss man das schon da wirklich ausführlich machen. Darum sind die Filme bei mir auch meistens so lang. Gut, okay, genug geschnackt. Pfeffer, Muskat los. Brauche ich nicht groß, weil ich die Soße habe. Das mache ich mir alles jetzt hier rüber. Das wird auch bei mir ein bisschen schärfer. Lasst ihr den Chili weg, wenn ihr das nicht mögt oder wenn es euch zu scharf ist. Eine Prise Salz kann auch mal über den Knoblauch rüber, aber wirklich nur eine Prise. Aber nur über den Knoblauch, so, und nicht zu viel, weil die Soße, die ich habe, ist ja nun auch ein bisschen. So, dann mache ich hier die Sahne drüber. Das würde, und normal, da würde ich anderthalb Pakete nehmen, also 300 Milliliter. Aber da ich jetzt das hier noch habe, meine Soße oder Suppe, das könnt ihr ja nennen, wie ihr möchtet, und dann kommt das natürlich rüber.
So, dann haben wir eigentlich alles. Die Pinienkerne kommen ganz zum Schuss rüber. Jetzt schneide ich mir den Käse noch. Mache ich natürlich auch hier so ein bisschen. Und zwar in kleine Würfel. Ihr könnt ihn auch rein. Ich habe ihn jetzt schon mal draußen gehabt, weil ich das anzeigen sollte. Dadurch ist er jetzt zu weich geworden. Aber sonst könnt ihr euch auch den Käse mit einer Raspel rüber rein. Das ist die eine Variante. Oder die andere ist jetzt einfach so wie ich hier. So. Das machen wir einfach schön rüber. Der Käse bindet nachher auch noch. Ein bisschen werde ich wohl auch gleich noch rein. Über die Stücke da oben. Oder ich lasse das einfach so. Schauen wir mal. Ein bisschen reibe ich jetzt hier, damit er hier oben noch drüber kommt. So, das wäre eigentlich alles. Dann schieben wir den Brokkoli-Auflauf jetzt bei 180 Grad für 20 Minuten. Und dann ist er fertig. Und dann kommen noch die Pinienkerne rüber und dann ist gut. Der Brokkoli ist jetzt fertig. Ja, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr einkochen können, aber es geht so, gerade an der Grenze. Müsst ihr ein bisschen beobachten, sonst vielleicht noch mal 10 Minuten länger gehen. Werden wir uns mal ein bisschen anrichten. Auf jeden Fall duftet das richtig schön nach Bergkäse. Beziehungsweise nach Käse. Und der hier überall drin verteilt ist. So, jetzt packen wir den mal beiseite. Packen den mal da hin. Den esse ich. Jetzt machen wir uns überall noch so ein bisschen Pinienkerne drauf. So, voilà. Ja, Freunde, das ist jetzt mein Brokkoli-Auflauf. Der ist absolut lecker für meinen Geschmack. Ich habe ihn schon probiert eben. Die Schärfe, wie gesagt, lasst die Chili weg, wenn ihr sowas nicht mögt. Ich finde es absolut gut. Die Pinienkerne passt wunderbar. Das Nussige noch dazu. Lecker. Ja, ich kann euch nur sagen, wie immer, viel Spaß bei Nachtmachen. Wünscht euch euer Ariel und tschüss.